Wie stehe ich schwere Zeiten durch? So ein bisschen hätte mich ja interessiert, was vor eurem inneren Auge an Bildern gekommen ist, als ihr so eure Strategien vorhin gesagt habt. Unser Thema ist ja ein weites Feld. Schwere Zeiten, das gibt es in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Ich kenne Menschen, die müssen eine schwere Krankheit irgendwie durchstehen und bewältigen oder damit fertig werden. Oder, wie wir es gerade gesehen haben im Theaterstück, familiäre und berufliche Belastungen. Es ist einfach alles zu viel, ich kann nicht mehr. Schwere Zeiten. Ich kenne auch Leute, die erleben schwere Zeiten, weil sie finanzielle Sorgen haben und einfach nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Und sicherlich gibt es noch eine ganze Menge anderer und mehr schwere Zeiten. Ich will mit euch heute ein bisschen einen anderen Bereich anschauen. Ein Bereich, der mindestens mir immer wieder zu schaffen macht, und ich will es mal so sagen, schwere Zeiten in meiner Beziehung zu Gott. Gott, ich merke nichts von dir. Gott, gibt es dich überhaupt? Bilde ich mir das alles nur ein? Zweifel. Schwere Zeiten für den Glauben. Manchmal kommt das zusammen mit anderen Belastungen, manchmal kommt es auch einfach so. Und ja, ich will mit euch überlegen, wie stehe ich solche schweren Zeiten durch? Zeiten, in denen ich von Gott nichts spüre. Zeiten, in denen ich voller Zweifel bin. Zeiten, in denen ich mir wünsche, ja, ich will innerlich so ruhig sein und es soll alles so sein, wie das in der Kirche immer gesagt wird. Aber es ist einfach nicht so. Was hilft mir da? Wir haben in dem Theaterstück gerade eben gesehen, es wird uns oft gesagt, ja, vertraue einfach richtig, dann wird es Gott schon machen. Aber das ist gerade gar nicht so leicht, das mit dem Vertrauen. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo es einfach die Frage ist, ja, vertraue ich auch dann, wenn ich gar keine Sicherheiten habe auf Gott? Oder lieber doch nicht? Und schon sind wir beim Thema Zweifel. Zweifel sind kein Phänomen des 20. oder 21. Jahrhunderts, sondern Zweifel hängen grundsätzlich mit dem Thema Glauben zusammen. Seit es glaubende Menschen gibt, gibt es auch Zweifel. Und so haben wir für heute überlegt, dass ich in dem ersten Teil einfach mal ein bisschen schauen will, euch zu Menschen bringen will, mit Menschen zusammenbringen will, die Zweifel erlebt haben. Wir schauen dazu in die Bibel und machen so eine kleine Zeitreise. Ich gehe mit euch zurück, so ungefähr, na, sagen wir mal, 4000 Jahre. Das ist so vielleicht die Zeit, in der Abraham lebte. Im ersten Buch Mose, im Kapitel 12, ist von ihm die Rede und so in Kurzform seine Geschichte. Der Abraham war ein ziemlich wohlhabender Großgrundbesitzer. Er lebte im heutigen Iran. Damals hieß es noch Chaldea und er war eigentlich sehr erfolgreich. Hatte eine richtig schöne Frau abgekriegt und sein Leben lief in wunderbaren Bahnen. Gut, es gab so einen kleinen Wermutstropfen, die hatten keine Kinder, die zwei. Und das war zur damaligen Zeit noch viel heftiger, als es heute ist. Und dann passiert etwas, das reißt den Abraham raus. Er war eigentlich schon in Rente, da hört er auf einmal Gottes Stimme. Geh aus deinem Vaterland raus, geh von deiner Verwandtschaft weg, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen. Und jetzt stand Abraham vor der Wahnsinnsentscheidung, soll ich das machen? Alles hinter mir lassen, alles auf diese Stimme Gottes setzen, die ich da gehört habe. Abraham macht das. Es heißt in der Bibel ganz lapidar, und Abraham glaubte dem, was Gott da sagte. Und er ging los. Und er erlebt viel Schönes mit Gott, aber er erlebt auch, dass das nicht immer nur einfach ist. Sein Wunderpunkt bleibt immer noch die Sache mit dem Kind. Denn immer wenn Gott zu ihm redet, sagt ihm Gott, ja, du wirst ein großes Volk werden, einmal
einmal lässt er ihn sogar nachts aufstehen, als Abraham nicht schlafen kann, und sagt, geh mal raus und zähl die Sterne, so viele Nachkommen wirst du haben. Und Abraham sagt, ein Kind wäre mir lieber. Es ist eine Wahnsinnsbelastungsprobe. Und wenn man das so mal im Zusammenhang liest, dann merkt man, es ist für Abraham wie so in Wellen kommt der Zweifel. Gott, stimmt das wirklich? Und dann heißt es wieder, und Abraham glaubte Gott. Jahrelang ging das so hin und her. Und dann wird das Kind doch geboren. Isaak heißt es. Die Zweifel hören für Abraham nicht auf, aber er hat gemerkt, Gott steht zu dem, was er sagt. Es war allerdings eine heftig lange Durststrecke. Ich gehe mal ein Stück weiter mit euch. Ein paar hundert Jahre später, etwa im Jahr 1300 vor Christus, es war so die Zeit, als das Volk Israel langsam sesshaft wurde im Land Kanaan. Eine Zeit, die von Kämpfen mit den Nachbarvölkern bestimmt war. Da lebte ein junger Mann, Gideon hieß der. Gideon wurde durch einen Engel gerufen, aber Gideon hat nicht erkannt, dass es ein Engel ist. Also es war kein Engel mit Flügeln, sondern ein Engel, der wie ein Mensch ausgesehen hat. Gideon ist ziemlich skeptisch bei dieser Berufung. Er sagt diesem Engel, ich glaube, Gott hat uns eh vergessen, sonst würde er doch nie das zulassen. Da kommen interessante Aussagen, da kommt, hey, warum macht denn Gott heute nichts mehr Besonderes? Warum erzählen wir uns immer nur die Geschichten von früher, wo Gott angeblich so wunderbar gehandelt hat? Könnt ihr nachlesen in Richter 6, Vers 13. Und dann geht Gideon weiter und sagt, mit mir kann Gott ganz bestimmt nichts anfangen. Ich bin kein besonders herausragender Mensch. Aber immer wieder neu geht Gott auf ihn ein, in alle Zweifeln. Und bei Gideon macht, deswegen habe ich ihn auch rausgesucht als Beispiel, Gideon macht dann etwas, das ist bemerkenswert. Er sagt nämlich, okay Gott, wenn du mich haben willst, dann brauche ich aber immer wieder so Zeichen der Ermutigung von dir. Du musst mir immer wieder so kleine Dinge machen, wo ich merke, aha, du wirkst. Und er stellt Gott sozusagen auf die Probe. Seine Zweifel sind nicht einfach weg. Sein Glaubensweg ist immer wieder ein Ringen, aber er ringt sich immer wieder durch, Gott zu vertrauen und erlebt dann, dass Gott wirklich durch ihn wirkt. Eine ganz lange Zeit kann er als Anführer des Volkes für Frieden sorgen. Ich möchte euch noch einen dritten Menschen vorstellen. Er ist ziemlich unbekannt. Er lebte so ungefähr um das Jahr 1000 vor Christus herum und er heißt Asaf. Asaf war zur damaligen Zeit ein ziemlich berühmter Musiker und er war der Chef der Tempelmusiker in Jerusalem. Es sind wenige Lieder von ihm überliefert, aber eines, das könnt ihr nachlesen im 73. Psalm. Ich muss euch allerdings vorwarnen, das ist kein besonders schönes, harmonisches Lied. Nicht so wie die Lieder, die unser Musikteam singt, sondern es ist ein aufwühlendes Lied. Es ist ein Lied, in dem er seine ganzen Zweifel zur Sprache bringt. Ein Lied, wo er sagt, Gott, ich wäre fast vom Glauben weggekommen, so viel hat noch gefehlt. Asaf litt sehr darunter, dass er gesehen hat, er selber erlebt innere Kämpfe. Er selber muss durch ganz viele Schwierigkeiten durch und dann sieht er die anderen, die nicht so viel nach Gott fragen und denen geht es auch gut. Und das beschäftigt ihn. Warum geht es denen so gut? Die fragen überhaupt nichts nach dir, Gott. Und ich muss so kämpfen. Er erlebt heftige Zweifel. Ich habe ihn für heute ausgesucht, als Bild, weil Asaf etwas Besonderes macht. Es heißt, er schreibt es ja selber, es hat ihn fast zerrissen. Und er hat darüber nachgedacht, er konnte es einfach nicht fassen. Und dann sagt er, und dann ging ich ins Heiligtum. Dann ging ich sozusagen vor Gott. Und in diesem unscheinbaren Satz steckt für ihn eine Lösung drin. Er sucht bewusst die Nähe Gottes in seinen Zweifeln und es bringt ihn zur Ruhe. Und am Ende kann er sagen, okay Gott,
Ich habe wirklich menschlich gesehen vielleicht nicht das große Los gezogen. Ich habe schon Schweres zu ertragen. Aber wenn ich nur dich habe, Gott, dann habe ich letztlich alles. Dann habe ich diesen inneren Frieden. Dann habe ich den Halt, der mich durchträgt. Auch im Neuen Testament begegnen uns eine ganze Reihe von Menschen, die Zweifel erleben. Der berühmtesten davon, von dem habt ihr alle schon gehört, der Jünger Thomas, der wird der Zweifler genannt, weil er damals die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus verpasst hatte. Bei dem Thomas, das ist so eine Sache, der Thomas wird in unserer Zeit oft so als Ideal dargestellt. Es gibt so manche Strömungen im christlichen Glauben, die finden Zweifel schick. Da gefällt man sich drin, alles zu bezweifeln. Schön distanziert bleiben. Ja, sich nicht einlassen müssen auf das, was da mit dem Glauben zu tun hat. So nach dem Motto, wenn ich nichts mache, dann mache ich auch keine Fehler. Und ich bin so ein bisschen auf erhöhter Position und gucke mir zu, was die anderen machen und kritisiere es. Und selber halte ich mich schön raus. Wenn ich heute von Zweifel rede, dann rede ich davon nicht. Und der Thomas ist auch ganz bestimmt kein Gewährsmann für diese Art von Zweifel. Denn der Thomas, der will ja nichts sehnlicher, als seine Zweifel loszuwerden. Und wie froh ist er, als er Gewissheit bekommt, als der Auferstandene ihm begegnet. Noch letzten möchte ich euch vorstellen, den Apostel Paulus. Er ist uns ja eigentlich eher als jemand bekannt, der sehr glaubensstark war. Keine Frage. Aber in der Bibel gibt es immer wieder auch Berichte von ihm selber in seinen Briefen, wo er sagt, wie schlecht es ihm ging. Im 2. Korintherbrief. Ich erlebte so eine Not, dass ich dachte, jetzt ist es aus, heißt es da. Er versucht, dem den Sinn abzugewinnen. Ja, das diente dazu, dass ich mein Vertrauen auf Gott setzte. Aber man merkt es richtig, die Zweifel, die sind eben doch da. Und dann heißt es am Ende, und deswegen habe ich ihn auch ausgesucht, einen ganz kurzen Satz, der mir so richtig bewusst geworden ist. Da schreibt er, also um aus dem Zweifel rauszukommen, dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns. Und es gibt mir schon so einen Hinweis, was uns trägt in schweren Zeiten, gerade wenn es da um Glaubenszweifel ging. Es trägt vielleicht eine Gemeinschaft, wo ich einfach ganz offen sagen kann, was mich beschäftigt, auch meine Zweifel, auch meine Fragen, und wo Menschen miteinander und füreinander beten können. Diejenigen, die mich kennen, die sagen, sag mal, was ist heute mit dem los? Das ist so unsystematisch. Ihr habt recht, die Predigt ist vielleicht nur halb fertig. Wenn ich noch 14 Tage gehabt hätte, dann wäre es vielleicht ganz anders geworden. Ich will so am Ende versuchen, nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Wie stehe ich schwere Zeiten jetzt durch? Was hilft mir denn? Und ich versuche aus den Begebenheiten, die ich jetzt so kurz geschildert habe, so ein kleines bisschen das rauszuziehen, wo ich denke, ja, das könnte vielleicht helfen oder mir hat es schon geholfen. Das Erste, mir hilft es zu sehen, dass Zweifel dazugehören zum Glauben. Also wenn selbst ein Abraham, der in der Bibel Vater des Glaubens genannt wird, wenn er Zweifel kannte, wenn er Anfechtungen kannte, dann muss ich mich nicht schämen, wenn ich solche Zweifel auch erlebe. Sie gehören einfach zum Leben von Glaubenden dazu. Ein Zweites, was mir hilft, es hilft mir, im Gespräch mit Gott zu bleiben. Das wird mir immer wieder und bei allen Menschen der Bibel, die so Zweifel erleben, bewusst. Die machen ja ganz viel, um mit ihrem Zweifel fertig zu werden. Wir hören, dass die klagen, dass die schreien, dass die sogar Gott anklagen. Aber eins machen die nicht. Sie wenden sich nicht von Gott ab. Im Gegenteil. Sie kommen mit diesen ganzen Gedanken und Gefühlen zu Gott. Sie sagen ihm alles. Hilf doch Gott! Sie schreien ihn manchmal direkt an.
Wisst ihr, manchmal denke ich, ja, das ist so ein bisschen ein Problem in unserer Zeit. Wenn wir einmal gebetet haben und nicht gleich das große Wunder passiert, dann wenden wir uns von Gott ab. Wenn ich mir überlege, wie lange der Abraham in diesem Spannungsfeld von Glaube und Zweifel geblieben ist, bis dann wirklich sein Isaak geboren war, jahrelang ging das. Da denke ich, dass es richtig viel hilft für uns auch, einfach in allen Zweifeln im Gespräch mit Gott zu bleiben. Ein dritter Gedanke ist mir so als Hilfe bewusst geworden und ich habe ihn überschrieben, es hilft, von Gott etwas zu erwarten. Das ist mir bei dem Gideon so bewusst geworden. Er sagt ganz unbescheiden, ich sage jetzt so mit meinen Worten, Gott, wenn du willst, dass ich was für dich mache, dass ich dir diene, dann musst du mir bitte schön immer wieder auch Zeichen der Ermutigung geben, dass ich auch wirklich weiß, dass es so ist. Ich merke, wie schwer mir es fällt, um solche Zeichen der Ermutigung für mich selber zu beten und ich weiß, wie schwer mir es fällt, euch das als Ratschlag zu geben. Es könnte ja sein, dass nichts passiert. Und dann werden wir angeschmiert. Heute sage ich es einfach. Lasst uns das doch mal so als Aufgabe für die nächste Zeit uns vornehmen. Wirklich von Gott was zu erwarten. Wisst ihr, wenn ich nichts mehr erwarte, dann kann ich auch nicht mehr enttäuscht werden. Das ist schon richtig. Aber dann kann ich eben auch nichts mehr erleben von Gottes Hilfe und Kraft. Deshalb ermutige ich mich und ermutige ich euch, Gott ernst zu nehmen. Zu erwarten, dass er mir die Ermutigung schenkt, die er uns immer wieder verspricht, sonntags im Gottesdienst. Dass er mir in schwierigen Situationen zur Seite steht. Dass er mir Zeichen seiner Nähe schenkt. Und ich meine, ich mache es immer so, dass ich so ein bisschen offen bete, dass er mir, lieber Gott, gib mir doch bitte jetzt ein Zeichen deiner Nähe. Und immer wieder erlebe ich es, dass dann so kleine Dinge passieren, ich auf kleine Dinge aufmerksam werde, wo ich merke, ja, Gott lässt mich nicht hängen. Natürlich, das könnt ihr auch alles bezweifeln. Aber ich glaube, für mich ist jedenfalls eine Hilfe, von Gott was zu erwarten. Gott hat uns eine Menge versprochen in seinem Wort. Seine Verheißungen sind Versprechen. Und da darf ich auch erwarten, dass Gott sie einlöst. Mein vierter Punkt. Es hilft, die Nähe Gottes zu suchen. Das habe ich von Asaf gelernt, jenem Musiker am Königshof David. Die Stürme der Zweifel kommen bei ihm zur Ruhe, als er in das Heiligtum geht, als er die Nähe Gottes sucht. Da tankt er auf. Deshalb lade ich euch ein, wenn solche Phasen des Zweifels in eurem Leben kommen, zieht euch nicht in euer Schneckenhaus zurück. Das ist so unsere natürliche Reaktion. Sondern geht auf Gott zu, bleibt nicht weg. Geht in den Gottesdienst, singt diese Lieder, lest in der Bibel. Wo, wenn nicht bei diesem Gott, sollten wir Ruhe finden in unseren Zweifeln? Ich fand es so interessant, bei Martin Luther habe ich einen Satz gelesen, der zum Thema Zweifel ganz gut passt. Martin Luther sagt so sinngemäß, und ganz genau zitiert ist nicht, wie man sich nicht wehren kann, dass die Vögel einem über den Kopf fliegen, aber wohl, dass sie auf dem Kopf nisten, so kann man auch die Zweifel nicht wehren, aber wohl, dass sie sich in uns einwurzeln. Wo wir die Nähe Gottes suchen, da sorgen wir dafür, dass die Zweifel sich nicht in uns einwurzeln. Meine fünfte Hilfe, Gemeinschaft hilft. Das hat mich in der Vorbereitung zu dieser Predigt eigentlich am meisten überrascht, dass der Apostel Paulus das sagt. Ja, ihr mit eurem Gebet, ihr tragt mich in meinen Zweifeln. Ich hatte das immer so ein bisschen überlesen. Aber natürlich, gerade in Zweifeln, gerade wenn selber in mir alles schwankt, wenn ich keinen festen Halt habe, dann brauche ich es doch, dass da andere da sind, die mich halten, die mich ernst nehmen. Und deshalb wünsche ich es eigentlich jedem von uns, dass wir so eine Gruppe haben, möglichst eine überschaubare Größe, wo man sich gegenseitig wirklich kennt, wo man offen zueinander sein kann, wo man sich dann auch in solchen Zeiten tragen kann.
siebter Punkt, den hat auch hier irgendjemand gesagt. Positives Denken geht in diese Richtung, Danken. Es hilft sich zu erinnern, wo ich Gottes Führungen schon gespürt habe. Im Psalm 103 heißt es, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, wenn wir so unten im Loch sitzen, wenn wir so gerade Zweifel erleben, dann ist das ein Thema. Zu sagen, hey, ich habe auch doch schon viel Gutes mit Gott erlebt. Wisst ihr, mir ging es in der letzten Zeit so, dass ich manchmal gedacht habe, oh Mann, jetzt gibt es 7 Milliarden Leute auf der Welt, irgendwann im Oktober. Und das soll Gott sich um mich, kleines Würstchen hier in Hagsfeld, kümmern. Wie kann das sein? Und das hat mich schon so ein bisschen angefochten. Und dann sehe ich plötzlich auf mein Leben zurück und merke ganz viele Spuren der Führung Gottes. Und es gibt mir wieder Mut. Und mein siebter und letzter Punkt, was mir hilft in schweren Zeiten. Es hilft sich immer wieder wagemutig in Gottes Hand fallen zu lassen. Wisst ihr, letztlich läuft es eben doch immer wieder auf diese eine Frage hinaus. Wage ich es, mich Gott ganz anzuvertrauen? Das würde für mich heißen, wenn diese Zweifel kommen, dass ich sage, Herr, mit all meinen Zweifeln werfe ich mich in deine Hand. Und wenn alles dagegen spreche, ich halte an dir fest. Ich glaube einfach, dass du mich auffängst. Ich setze alles auf diese Karte. Und wenn du mich nicht auffängst, naja, dann stürze ich ab. Das ist für mich immer wieder so ein bisschen ein Gefühl, wie auf dem 5-Meter-Brett stehen. Hat es jemand schon mal gemacht für euch? 5-Meter-Brett? Oh, wenig. Na doch, ein paar. Also, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich war jetzt schon länger nicht mehr auf dem 5-Meter-Brett, aber ich habe es noch lebhaft in meinem Gefühl. Da stehe ich da oben und guckst runter. Und merkst auf einmal, 5 Meter ist ganz schön hoch. Und du überlegst hin und her. Und dann überlegst, ja, bei den anderen geht es auch gut. Und was man sich da alles so im Kopf reinbringt. Und du kämpfst mit deiner Angst. Und irgendwann kommt der Punkt, entweder springst jetzt oder du lässt sein. Versteht ihr? Und wenn du springst, dann erlebst du ein unglaubliches Glück. Ja, das Wasser trägt mich, es steht gut. So sehe ich es, wenn es von Abraham immer wieder heißt, und Abraham glaubte Gott. Wisst ihr, der hat alles auf diese Karte gesetzt und hat erlebt, Gott handelt. Das hat ihn vom Zweifel zum Glauben gebracht. Ihr merkt, das Thema ist nicht ein Thema, wo ich vom grünen Tisch aus drüber rede, sondern das beschäftigt mich selber. Ich kenne diese Wellen des Zweifels, diese Stürme. Ich bin froh, dass ich in der Bibel sehe, ja, andere Christen, andere Glaubende erleben das auch. Ich bin froh, dass ich diese Hilfen entdecke, die ich euch jetzt geschildert habe. Ich bin vor allem froh, dass ich mich irgendwann in meinem Leben dafür entschieden habe, zu sagen, ich setze alles auf diese Karte. Dass ich mich dafür entschieden habe, zu sagen, ja, tiefer als in Gottes Hand falle ich nicht. Das hinterfrage ich nicht mehr. Punkt. Das ist so. In unserer Zeit hinterfragt man alles. Und immer weiter und immer weiter. Und ich merke es manchmal in Diskussionen, irgendwann hast du einen Knoten im Gehirn. Ich habe, obwohl Mathematik ja jetzt nicht so mein Spezialgebiet ist und ich mal lange überlegt habe, ob ich das hier sagen kann, bei so vielen Leuten, die viel, viel von Mathematik verstehen. Ich habe da von den Mathematikern ein bisschen was gelernt, also noch aus Schulmathematikzeiten. Bei Mathematikern habe ich gemerkt, die wollen ja immer alles beweisen und die müssen natürlich alles bezweifeln und hinterfragen und so. Aber in der Mathematik gibt es dann irgendwann so einen Punkt, wo man sagt, so, das hinterfrage ich jetzt nicht mehr. Das sind, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, nicht mehr so was Axiome. Also Sätze oder Formeln oder Sachen, die sind einfach so, Punkt. Und für mich ist so ein Satz, tiefer als in Gottes Hand, kann ich nicht fallen. Und wenn es irgendwann so sein sollte, dass das alles überhaupt nicht bestimmt hat, ja, dann falle ich.
dann ist alles verloren. Aber das ist ja gerade das Wunderbare, dass ich im Glauben dann merke, tiefer als in Gottes Hand kann ich wirklich nicht fallen. Der fängt mich auf. Wisst ihr, Glaube heißt für mich nicht, keine Zweifel zu haben. Glaube heißt für mich, mich mit all meinen Zweifeln in diese Hände Gottes zu werfen, fallen zu lassen. Und dann das Wunderbare, das Verrückte, das Unfassbare zu erleben. Weil eben Gott nicht nur ein Wort und weil er nicht nur eine Theorie ist. Deshalb kann er mir durch alle Zweifel hindurch Gewissheit schenken. Eine Gewissheit, die kann ich verstandesmäßig nicht mehr erklären. Aber ich kann sie erleben. Paulus sagt es in Römer 8 so: Ich bin gewiss, dass nichts, aber auch gar nichts, mich von der Liebe Gottes scheiden kann, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich mir immer wieder, dass wir durch alle Zweifel hindurch diese Gewissheit in uns reinkriegen. Von diesem Gott kann mich nichts, aber auch gar nichts scheiden. Amen.